Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Lieber Herr Aken, Sie haben eben Tschüss gesagt, aber Sie sind ja noch da. Deswegen darf ich kurz auf Ihre Rede eingehen. Es ist ja keine andere politische Meinung, die Sie dargestellt haben, sondern es ist ja offensichtlich eine bewusste Falschdarstellung. Es sind ja gerade die Jesiden auch ausgebildet worden, um sie unabhängiger zu machen. Und zusammenfassend kann ich sagen, dass keiner Ihrer Beiträge hier einen Verbesserungsvorschlag durchgeführt hat, sondern lediglich ein Schlechtmachen. Und damit wird die Welt nicht besser. Kommen wir zum heutigen Thema, nämlich die Verlängerung und Ausweitung des Mandates EUTM Mali als Ausbildungs- und Beratungsmission der malischen Streitkräfte, mit dem Ziel, nämlich selbst für Sicherheit und Stabilität im Land zu sorgen. Terroristische Gruppen bedrohen den Friedensprozess, den Reformprozess, der sich seit einigen Jahren entwickelt. Und das stellt gerade auch in Mali eine hohe Belastung für dieses Land und für die Bevölkerung dar. Um das Land zu stabilisieren, ist, wie der Außenminister dargestellt hat, EU-Cup Sahel dabei. Es ist eine zweite Militärmission, nämlich MINUSMA, dabei. Auch hier ist Deutschland beteiligt mit Aufklärungs- und Hubschraubereinheiten, nämlich mit dem Ziel, die malischen Sicherheitskräfte so auszubilden, dass sie nach und nach selbst für die Sicherheit sorgen können und auch internationale Kräfte eines Tages überflüssig machen. Es ist gerade ein gutes Beispiel hier in Mali gezeigt, dass internationale Missionen sich gegenseitig ergänzen können. Die Gesamtstärke von EUTM Mali beträgt zurzeit 550 Soldaten aus 27 Nationen, davon 22 Nationen aus der Europäischen Union. Deutschland leistet einen Beitrag mit bis zu 300 Soldatinnen und Soldaten, und die Hälfte dieser Anzahl ist zurzeit im Einsatz als Ausbildungs- und Beratungselement, wie auch als Stabs- und Unterstützungspersonal. Seit Beginn der Mission im Jahr 2013 sind über 9000 malische Streitkräfte ausgebildet worden, Soldatinnen und Soldaten. Die Lage hat sich in Südmali stabilisiert und kann dort als kontrollierbar gezeichnet werden. Aus mehreren Besuchen weiß ich selbst, welche große Herausforderungen und Anstrengungen dies auch für unsere Soldatinnen und Soldaten bedeutet. Es ist deswegen noch einmal wichtig, auch darzustellen, warum wir diesen Einsatz in Mali unterstützen, weil wir nämlich mehr Engagement da zeigen müssen, wo Konflikte entstehen, um diese Konflikte zu deeskalieren, zu entschärfen und auch damit Konflikte nicht nach Europa wandern. Und dafür haben wir einen breiten Instrumentenkasten, wie es der Bundesaußenminister eben dargestellt hat. Und das militärische Engagement ist hiervon ein Werkzeug. Mali, meine Damen und Herren, hat eine Schlüsselfunktion in dieser Region. Die gesamte Region ist von diesem Konflikt bedroht. Wir haben den IS-Terror, wir haben die Tuareg-Rebellen und es gibt dort Boko Haram in Nigeria. Und es muss unbedingt verhindert werden, dass es hier einen Zusammenschluss gibt. Jetzt gilt es, zusammen mit der internationalen Gemeinschaft das Land weiter zu stabilisieren, hin zu einer friedlichen Entwicklung. Ein stabiles Mali strahlt in die gesamte Region positiv aus. Ein zusammenbrechendes Mali würde in gleicher Weise eine negative Kettenreaktion bedeuten. Deswegen ist es wichtig, auch für die Sicherheit in Europa, dass wir die Ausbreitung des Terrorismus eindämmen und verhindern, dass Migrationsgründe bekämpft werden. Und deswegen kommt EUTM Mali eine so große Bedeutung zu. Das verlangt von der Bundeswehr viel Anstrengung, viel Kraft. Neben der Bündnisverteidigung hier vielschichtige Aufgaben auch in der Krisenprävention durchzuführen. Aber ich glaube, dass solche internationalen Verpflichtungen für uns als Deutschland eher mehr werden, größer werden als denn weniger. Wir reagieren darauf mit der Ausweitung des Auslandsverwendungszuschlages, mit den einsatzgleichen Verpflichtungen, aber auch eben, indem wir deutlich sagen, Deutschland nimmt bewusst Verantwortung wahr in der Gemeinschaft. Es ist eine Herausforderung für eine moderne Armee im vernetzten Einsatz. Und deswegen sagen wir, wir müssen investieren in die Sicherheit Deutschlands. Und deswegen haben wir auch dieses 2%-Ziel weiterhin im Auge, weil wir sagen, wir müssen Lücken in der Ausrüstung schließen. Wir müssen Systeme modernisieren. Wir müssen eine wirksame Cyberabwehr aufbauen, auch um entsprechendes Personal dafür zu gewinnen, um die Sicherheit und die Souveränität Deutschlands zu erhöhen.
Wir haben in dieser Legislaturperiode viel unternommen zur Verbesserung der Leistungsfähigkeit mit einer Attraktivitätssteigerung, mit den Trendwenden finanziell, personell, aber auch materiell. Und es geht nicht darum, in den kommenden Monaten im Wahlkampf das Gegeneinander auszuspielen, weil ich deutlich sage, Sicherheitspolitik ist auch soziale Politik, weil es nämlich dem Schutz der Bürgerinnen und Bürger dient. Wir nehmen als CDU-CSU-Fraktion diese Verantwortung wahr. Wir danken allen Soldatinnen und Soldaten und auch zivilen Kräften und Polizisten für den Einsatz. Wir danken auch den Familien für das Verständnis. Und wir werden dieser Mission EUTM Mali in der parlamentarischen Beratung zustimmen, weil wir dies für notwendig erachten, für sinnvoll erachten und weil es dienlich ist, auch für die Sicherheit unseres Landes. Herzlichen Dank. Nächste Rednerin ist die Kollegin Agnieszka Brugger.